Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 34, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Ganztagsschulausbau vorantreiben und Rechtsanspruch umsetzen, Drucksache 19/6749 aus 19. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erstes spricht Kollege Degen für die Fraktion der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Große Koalition im Deutschen Bundestag hat sich zum Ziel gesetzt, ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für alle Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter umzusetzen, meine Damen und Herren. Dafür soll ein Rechtsanspruch geschaffen werden, und wir halten die Schaffung dieses Rechtsanspruchs ausdrücklich für richtig. Schade, dass das Klatschen jetzt so einseitig ist. Es ist ja eine gemeinsam getragene Große Koalition. Ich hatte auch gar nicht darauf hingewiesen, dass das natürlich in dieses Koalitionspapier auf Drängen der SPD geschrieben wurde. Aber, meine Damen und Herren, ich halte es für richtig, weil es und auch so richtig, sich damit heute zu befassen, weil anders oder ich hoffe, dass dies anders laufen wird als beim Digitalpakt, wo wir seit mehreren Jahren aus dem CDU-geführten Bundesbildungsministerium hören, dass da irgendwie 5 Milliarden € kommen sollen, aber nicht wirklich die Umsetzung in die Gänge kommt. Deswegen glaube ich, sollten wir darauf nicht warten, wie das mit dem Ganztagsprogramm ist, sondern hier wirklich selbst aus Hessen deutlich machen, dass wir dieses Programm wollen, dass wir es umsetzen wollen und diesen Prozess dorthin vor allem gestalten wollen, meine Damen und Herren. Und wir halten es ausdrücklich auch für richtig, dass das kein Programm ist, das jetzt heißt, das wird morgen in Kraft gesetzt und wir wissen gar nicht, wie wir das gestalten, wie wir das umsetzen können. Der Rechtsanspruch soll 2025 in Kraft treten. Und das ist auch deshalb richtig, weil wir überhaupt gar nicht so viele Lehrkräfte haben im Augenblick, um das morgen in Gang zu setzen und viele, viele Rahmenbedingungen noch fehlen. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Wir halten diesen Rechtsanspruch für richtig, weil er helfen wird, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf endlich weiter voranzubringen, weil er helfen wird, gerade Eltern Planungssicherheit zu geben, damit es nicht mehr so ist wie bisher, dass man bis zum Beginn eines neuen Schuljahres bangen muss, ob man nun so einen Ganztagsplatz bekommt oder nicht. Das ist die Realität in Hessen, meine Damen und Herren. Und damit muss endlich Schluss sein, spätestens 2025. Der Rechtsanspruch wird dazu beitragen, neue Möglichkeiten für Qualitätssteigerung gerade in echten Ganztagsschulen zu geben. Er wird dazu beitragen, Chancengleichheit zu schaffen, indem es eben nicht mehr davon abhängt, ob die einen Hilfe haben zu Hause, die bei Hausaufgaben helfen oder die anderen das Geld für die Hausaufgaben helfen, sondern dass alle die gleichen Chancen eben in der Schule auch haben, meine Damen und Herren. Ich sage ausdrücklich, es geht dabei, Wahlfreiheit zu schaffen, wirklich in erreichbarer Nähe für alle Eltern eine echte Ganztagsschule zu haben, eine echte gute Ganztagsbetreuung zu haben. Das sage ich deswegen ganz ausdrücklich, weil wir, das wissen Sie, vor allem das Profil 3 in Hessen als das richtige, gute, qualitativ hochwertige Ganztagsschulmodell halten. Es ist ja eigentlich auch die einzige echte Ganztagsschule, wohlgemerkt, dass die auch teilgebunden sein kann. Und das, glaube ich, wird hier dieser Rechtsanspruch dazu beitragen. Meine Damen und Herren, wenn wir diesen Rechtsanspruch 2025 umsetzen wollen, müssen wir jetzt anfangen, die Fachkräfte auszubilden. Liebe Kollegin Faeser, bei den Polizisten ist es schlimm genug, dass das dauert bis 2020. Bei Lehrkräften dauert es noch ein Stück länger, bis die ausgebildet werden. Deswegen müssen wir jetzt sagen, was das für Hessen bedeutet. Und dazu fordern wir die Landesregierung auf, einen Plan vorzulegen, der auch diese qualitativen Ansprüche berücksichtigt, meine Damen und Herren. Und das ist auch dringend notwendig, weil so, wie sich die Landesregierung derzeit gibt, mit ihren vollmundigen Erklärungen, 70% aller Schulen seien im Ganztag oder alle Schüler, 70% der Schüler würden eine Ganztagsschule besuchen oder eine ganztägig arbeiten oder Ganztagsausbau auf Allzeit hoch, das war, glaube ich, noch im Juni die Pressemeldung wieder, meine Damen und Herren, wenn Sie sich auf diese vollmundigen Wünsch-mir-was-Erklärungen zurückgreifen, werden Sie nicht weiterkommen. Denn der Rechtsanspruch wird bedeuten, dass die Eltern,
die heute noch auf Bedürftigkeit geprüft werden, wo geschaut wird, wer braucht diesen Platz am meisten, weil er nun mal, weil beide Eltern arbeiten gehen müssen, zum Beispiel, das wird dann nicht mehr halten. Wenn der Rechtsanspruch gilt, dann werden die Eltern, die sich bisher abspeisen lassen mit 3 Tagen bis 14:30 Uhr nachmittags oder eben damit überhaupt nicht in einen Ganztagsplatz zu kommen, die werden sie da nicht mehr abspeisen können. Die werden alle den Rechtsanspruch haben. Das bedeutet, wir brauchen viel, viel mehr Angebote, als das heute noch der Fall ist. Ich will auch nicht verhehlen, dass es hier Anstrengungen gibt, weiter voranzukommen. Auch mit auf unsere Initiative 2015, die gemeinsamen Absprachen auch zu Maßnahmen für die Integration von Flüchtlingen, haben wir mit Ihnen ausgemacht, dass es 6 Millionen € pro Jahr mehr gibt, um eben auch hier in den Profilen voranzukommen. Natürlich gibt es hier Anstrengungen, das wollen wir auch gar nicht verhehlen, meine Damen und Herren. Aber es geht nach wie vor zu langsam, nach wie vor reichen die Kapazitäten nicht aus. Und auch wenn es mehr Stellen für Ganztag gibt, der Bedarf der Eltern, die aus ihren persönlichen familiären Situationen einfach immer mehr Bedarf haben nach ganztägiger Bildung und Betreuung, dieser Bedarf nimmt auch schneller zu als die Stellen, die geschaffen werden können, meine Damen und Herren. Wir haben erst vergangene Woche als Sozialdemokraten eine Anhörung durchgeführt. Es nahmen etwa 80 Personen teil. Und da wurde noch einmal sehr deutlich, dass erstens Plätze fehlen, dass aber auch eben Platzvergaben an Bedürftigkeiten geknüpft sind, dass der Bedarf immens ist und eben wir den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht hinterherkommen, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich noch einmal, wir wollen diesen Rechtsanspruch auch umsetzen. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft hat in seinem Bildungsmonitor dargelegt, dass in Hessen mit 33,3 %, also einem Drittel der hessischen Grundschüler, die besuchen oder lernen eben an einer offenen oder gebundenen Ganztagsschule, dass Hessen damit unterdurchschnittlich ist im Bundesvergleich und dementsprechend der Aufholbedarf groß ist. Wir wollen an der Spitze stehen und unseren Eltern, unseren Familien im Land möglichst gute, qualitativ hochwertige Möglichkeiten bieten für ganztägige Bildung und Betreuung. Wir halten den Pakt für den Nachmittag dafür, so wie er konzipiert ist, nicht für ein geeignetes Instrument. Er ist gebührenpflichtig. Er kostet bis zu 200 €. Und ich sage Ihnen auch in dieser Anhörung, meinten, wo war, ist zu Wort ist ausgesprochen worden, naja, 90 € sei ja nicht so viel, wie das auch in manchen Regionen ist. Meine Damen und Herren, wenn Sie 2, 3 Kinder haben und Eltern haben, die nicht unbedingt Zuschüsse zum Lebensunterhalt bekommen, aber die trotzdem nicht viel verdienen, die vielleicht noch Probleme haben, sich eine Wohnung leisten zu können im Ballungsraum, dann ist das verdammt viel Geld, meine Damen. Wir sagen, Bildung auch ganztägig muss kostenfrei sein, so wie es auch die Hessische Verfassung für Unterricht auch vorsieht, meine Damen und Herren. Und der Pakt für den Nachmittag eben sorgt am Ende für einen Flickenteppich im Land. Die Bedingungen sind in jedem Kreis, in der Stadt andere. Und zudem wird es gerade für Schüler mit besonderen Ansprüchen in der Inklusion z.B. kein bisschen mehr an der Zuweisung gedreht. Das ist keine qualitativ gute Bedingung, meine Damen und Herren. Auch der Ministerpräsident sagte gestern ja auch zu Recht, das will ich auch nicht abstreiten, wir haben mehr Ganztagsschulen, wir haben sogar mehr Ganztagsgrundschulen als noch vor 5 Jahren zu Beginn dieser schwarz-grünen Landesregierung. Damals waren es 5, heute sind es 10, meine Damen und Herren, das sind mehr. Aber wenn man sich anschaut, dass wir ungefähr 1.100 Grundschulen in Hessen haben, dann ist der Weg noch weit. Und selbst wenn das Ziel ist, nur jede zweite Grundschule zu einer echten Ganztagsgrundschule zu machen, dann wird es bei diesem Tempo 500 Jahre dauern. Ganz so lang wollen wir doch nicht warten, meine Damen und Herren. Und dann komme ich noch einmal zu dem, was hier immer wieder im Raum steht und gerade die Vertreter von CDU und GRÜNEN immer wieder sagen. Was wollt ihr denn, Sozialdemokraten? Es werden doch alle Anträge auf Ganztag genehmigt, meine Damen und Herren. Alle Anträge werden genehmigt. Das hat etwas damit zu tun, dass die Schulträger überhaupt nur ein Ressourcenkontingent bekommen vom Land, im Rahmen dessen sie überhaupt Anträge stellen. Und ich habe noch einmal nachgeschaut. Ich habe eine Anfrage, die 19/3007. Da hat der Kultusminister selbst höchstpersönlich auf eine Anfrage geantwortet. Ich zitiere: Der jeweilige Schulträger kennt die vom Land Hessen pro Schuljahr zur Verfügung gestellten Ganztagsressourcen und bündelt und bzw. priorisiert dementsprechend die ihm vorliegenden Anträge der Schulen in seinem Antrag an die Landesregierung. Da die Schulträger im Hinblick auf die Weiterleitung
von durch Sie als nicht prioritär befundenen Ganztagsanträgen eine unterschiedliche Praxis pflegen, jetzt das Wesentliche, lässt sich von Landesseite aus nicht ermitteln, wie hoch die Anzahl der an einer Ganztagsentwicklung interessierten Schulen tatsächlich ist, meine Damen und Herren. Der Kultusminister weiß gar nicht, wo hoch der Bedarf eigentlich ist, aber er weiß, dass er gedeckt ist. Das passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Deshalb muss das Ressourcenkontingent erhöht werden, müssen aber auch, und wir müssen uns hier auch fragen, warum stellen gar nicht alle Schulen, die einen riesigen Bedarf haben, diesen Antrag auf Ganztag? Das hat auch ganz viel mit der baulichen Situation zu tun, weil es vielen Schulen einfach an Mensen fehlt, an Lehrkräftearbeitsplätzen, an Sozialräumen. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Schulträger die letzten Jahre kaputt gespart wurden und gar nicht immer die Möglichkeiten haben, ihre Schulen auf der Höhe der Zeit zu modernisieren, meine Damen und Herren. Und wenn dann der Kultusminister antwortet auf unsere Anfrage, wie ist denn der Investitionsbedarf, wie sieht denn die Struktur der Schulen aus, baulich, dann sagt er, das wolle er gar nicht wissen, weil er wolle nicht in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen und verschließt die Augen, meine Damen und Herren. Wir wollen auch nicht in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen, aber wir müssen doch, wenn wir einen Anspruch haben, unsere Schulen weiterzuentwickeln, auch dafür sorgen und die Schulträger unterstützen, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, meine Damen und Herren. Kollege Degen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir müssen die Bedingungen auch für Ganztag verbessern. Das hat auch etwas mit Leitungszeit zu tun. Und wir müssen eben endlich unsere Schulen modernisieren, inhaltlich in der Verwaltung, baulich, aber auch von solchen Unterstützungsstrukturen her, meine Damen und Herren. Moderne Schulen sind Ganztagsschulen. Sie sind die Zukunft, und wir wollen diese Zukunft jetzt machen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Ich wusste gar nicht, dass er auch so groß ist. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst einmal sind die Forderungen der SPD sehr richtig. Aus vielen Gründen wäre ein Rechtsanspruch für eine Ganztagsbeschulung überfällig, und zwar nicht allein nur für die Ganztagsbetreuung, also für die Planungssicherheit berufstätiger Eltern, wie das jetzt hier auch vorgetragen worden ist, sondern weil eine Ganztagsschule in der Lage ist, Bildungshindernisse abzubauen. Es geht nämlich um Bildungsgerechtigkeit, auch bei dieser Frage. Seit Jahren kritisieren wir, dass sich beim Ausbau echter Ganztagsschulen in Hessen so gut wie nichts tut. Wir haben auch leider wenig Hoffnung, dass nach dem 28. Oktober es besser wird, solange eine schwarz-grüne oder vielleicht schwarz-grün-gelbe Koalition regieren wird. Meine Damen und Herren, der Frust über einen Minister, der nach dem Motto nichts sehen, nichts hören, nichts wissen vorgeht, der ist in der letzten Zeit drastisch angestiegen, weil es passiert nämlich nichts. Und das ist nicht nur, was den Ganztag angeht. Aber gerade beim Ganztag, die Mogelpackung packt für den Nachmittag, ist und bleibt lediglich ein Betreuungsprogramm. Hinter den pädagogischen und erzieherischen Möglichkeiten echter Ganztagsschulen bleibt diese Sparausführung um Lichtjahre zurück. Erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse werden ja überhaupt nicht beachtet. Wie so oft wurde ein Paket geschnürt, das hat nur ein schönes Etikett und eine schöne Verpackung. Aber der Inhalt wird damit eigentlich nur sehr dürftig zugedeckt. Da ist nämlich wenig drin. Und der Herr Degen hat auch schon darauf hingewiesen, durch die Hintertür wurde mit dem Pakt sogar wieder Schulgeld eingeführt. Und das ist eigentlich völlig unakzeptabel. Und mal davon allem abgesehen, ist das auch kein Erfolgsmodell, wie Sie das hier immer darstellen wollen. Manchmal sogar euphorisch bejubeln. Der heißgeliebte Pakt wird ja immer als Leuchtturm dargestellt der hessischen Bildungspolitik. Aber wenn man mal die Bilanz anschaut, dann fällt auf, dass das Loben eigentlich gar nicht viel gebracht hat.
Nur rund 20% aller hessischen Grundschulen nehmen nämlich an diesem Pakt teil, und größtenteils mit den gleichen Kooperationspartnern, mit denen sie vorher schon gearbeitet haben, jetzt nur unter neuem Namen. Und noch nicht einmal 2% der Grundschulen in Hessen sind echte Ganztagsschulen. 2%. Und rund 20%, wie gesagt, sind Paktschulen, auch keine echten Ganztagsschulen. Nach fünfjähriger schwarz-grüner Bildungspolitik ist es ein mageres Ergebnis. Das wird vom hessischen Kultusminister vor allem und von Herrn Schwarz in Dauerschleife als überragender Erfolg verkauft. Also, wenn das der Erfolg ist, dann herzlichen Glückwunsch. Bitte. Aber, meine Damen und Herren, sieht man sich an, was sonst bildungspolitisch so in Hessen Sache ist, dann könnte ja der Pakt tatsächlich das Beste sein und das Erfolgsreichste, was umgesetzt worden ist. Bei 2% Ganztagsgrundschulen und 20% Paktbeteiligung. Das muss man sich vorstellen. Denn entgegen Ihrer rosaroten Sicht sieht es in der Realität ja gar nicht so rosa aus. Es gibt einstürzende und schimmelnde Schulgebäude, neuerdings ja sogar mit Kakerlakenbefall. Lehrermangel in einem Ausmaß, den selbst die beste Verschleierungstaktik nicht mehr verbergen kann. Überlastungsanzeigen und Brandbriefe von Hunderten Lehrerinnen und Lehrern, übrigens alle unbeantwortet. Reden Sie nicht dazwischen, das hilft Kollegin nichts. Kollegin Faulhaber, ich darf dazwischen reden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, mache ich nicht. Ein Schülerticket, das für schreiende Ungerechtigkeit sorgt. Ein Boom an Privatschulen in den Ballungsgebieten, da die staatlichen Schulen sowohl personell als auch räumlich völlig unzureichend ausgestattet sind und die Kollegen überfordert. Und der Unterrichtsausfall, der ist Alltag an hessischen Schulen. Das wird ja hier schon öfter diskutiert. Ja, meine Damen und Herren, ich verstehe natürlich gut, dass Sie sich jetzt vor der Wahl Hoffnung machen, dass Sie für die 2% Ganztagsgrundschulen und die 20% Paktbeteiligung nicht nur von sich selbst gelobt werden wollen. Aber da können wir Ihre Hoffnung leider nicht erfüllen, Herr Lotz und Herr Schwarz. Das sind nämlich nicht nur kleine Unterlassungen, die seit Jahren in der hessischen Bildungspolitik stattfinden. Echte Ganztagsschulen wurden von Ihnen aus ideologischen Gründen ja eher ignoriert. Und stattdessen hätten Sie lieber eine Elitebildung nach vorne getrieben. Es ist ja nur die Nachfrage auch aus Ihrem Klientel nach Ganztagsschulen, und zwar genau wegen der Betreuungssicherheit und der Berufstätigkeit, die überhaupt etwas bewegt hat. Doch Ihr Sparpaket wird dem Thema Ganztag überhaupt nicht gerecht. Dabei sind Ganztagsschulen nicht nur ein hübsches Hirngespinst der Opposition. Es gibt tatsächlich sehr viele Gründe für die Ganztagsschulen, pädagogische und soziale. Auch in Hessen ist der Zusammenhang zwischen sozialem und finanziellem Status der Herkunftsfamilie und dem späteren Bildungsweg stark ausgeprägt. Kinder aus benachteiligten Familien, aus armen Familien oder aus Familien, die vom Krieg und Zerstörung geflohen sind, haben keineswegs die gleichen Chancen, weder was ihre Bildungsbiografie insgesamt betrifft. Aber dann kommen noch so Sachen dazu, wie sie können kein Instrument spielen, weil ihre Eltern sich weder so etwas wie ein Klavier oder eine Gitarre leisten können. Sie besuchen keine Museen, sie sind nicht im Sportverein aktiv, weil das alles Geld kostet. Und wenn man Schulen als Ort des Lebens betrachtet, und das tun wir, meine Damen und Herren, dann dürfen diese gesellschaftlichen Verwerfungen überhaupt nicht ausgeklammert werden. Dann ist es eine Kernaufgabe von Bildungspolitik, sich dem zu stellen und diese Ungleichheit so weit wie möglich abzumildern. Und das ist ja erziehungswissenschaftlich schon weitgehend diskutiert. Das klappt nun einmal am besten mit Ganztagsschulen, noch besser mit integrierten und ganztägig arbeitenden Gesamtschulen. Und am allerbesten würde es mit einer Gesamtschule klappen, die gebunden oder teilgebunden ganztägig arbeitet, und zwar von der 1. bis zur 10. Klasse. Wir unterstützen also diesen Antrag der SPD. Und wir möchten betonen, dass ein Landesinvestitionsprogramm nicht nur für den Ganztag notwendig ist. Unserer Meinung nach braucht es in den nächsten Jahren eine deutliche Investitionsoffensive für die Bildung in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN.
Ja, wir müssen die Redereihenfolge an die Körpergröße anpassen. Das Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich hätte ja nicht gedacht, dass eine Plenardebatte so kurz vor einer Landtagswahl noch neue inhaltliche Erkenntnisse bringt. Aber was wir heute hier erleben, was wir heute hier erleben mit dem Antrag der SPD, ist nichts anderes als der Abschied der SPD von ihren früheren Positionierungen zum Thema Ganztag. Und die Verbalradikalität, die der Kollege Degen hier an den Tag gelegt hat, kann davon auch überhaupt nicht ablenken, meine Damen und Herren. Wir durften in den vergangenen Wochen schon lesen, dass die vollmundigen und milliardenschweren Ankündigungen der SPD zumindest beim Thema Ganztag nicht mehr gelten. Schauen wir doch, was im Hessenplan Plus drinsteht. Es steht nicht mehr darin, alle Schulen werden gebundene Ganztagsschulen. Es steht drin, 50, ich wiederhole, 50 Schulen sollen nach den Vorstellungen der SPD in den nächsten 5 Jahren gebundene Ganztagsschulen werden. 50. Herr Kollege Degen, mit dem Stellenvolumen, was wir in den vergangenen fünf Jahren bereitgestellt haben, ist das ziemlich unambitioniert, das Ziel der SPD. Das kriegen wir ohne Probleme hin, wenn wir das Ganztagsschulprogramm weiter so ambitioniert ausdehnen. Und die weitere Kurskorrektur der SPD erfolgt heute, weil sie sagt, sie möchte für die Grundschulen den Rechtsanspruch, den die Große Koalition in Berlin vorgesehen hat, umsetzen. Das finden wir ausdrücklich richtig. Ausdrücklich richtig. Wir haben seit vielen Plenarrunden schon auf diesen Rechtsanspruch, den die Bundesregierung umsetzen will, hingewiesen. Wir hatten bislang immer Schweigen der Koalitionspartner auf Bundesebene zu diesem Thema geerntet. Deshalb freuen wir uns, dass die SPD jetzt entdeckt hat, was sie in Berlin beschlossen hat. Aber der Rechtsanspruch auf Grundschulkinderbetreuung ist eben nicht die gebundene Ganztagsschule, Herr Kollege Degen. Es ist das genaue Gegenteil. Ich darf Ihnen einmal vorlesen, was die SPD zu diesem Thema vereinbart hat im Koalitionsvertrag. Und Sie wissen das ja. Und deshalb war ja der eigentliche Gegenstand Ihres Antrags heute, dass Sie Abschied nehmen von früheren Positionen. Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin steht, wie dieser Rechtsanspruch umgesetzt werden soll. Ich zitiere wörtlich. Für die Ausgestaltung wollen wir das Sozialgesetzbuch 8 nutzen. Was ist das Sozialgesetzbuch 8, meine Damen und Herren? Es ist die Kinder- und Jugendhilfe der Kommunen. Es sind also Betreuungsangebote der Kommunen, und es ist eben nicht eine Ganztagsschule nach Schulgesetz, Herr Kollege Degen. Und ich zitiere weiter aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Zitat: Bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs werden wir auf Flexibilität achten, bedarfsgerecht vorgehen und die Vielfalt der in den Ländern und Kommunen bestehenden Betreuungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe und die schulischen Angebote berücksichtigen und darauf aufbauen. Herr Kollege Degen, das gibt es schon. Das nennt sich in Hessen Pakt für den Nachmittag. Wir freuen uns sehr, dass die SPD nach 5 Jahren erbitterten Debatten um das Thema Ganztagsschule endlich ihren Frieden mit dem Pakt für den Nachmittag gemacht hat. Und alle Verbalradikalität, Herr Kollege Degen, kann davon nicht ablenken. Sie schmunzeln, weil Sie ja genau wissen, warum Sie Ihren Antrag heute hier gestellt haben, weil Sie noch vor der Wahl Ihre unhaltbaren Versprechen korrigieren wollten und uns ein wunderbares Kompliment ausstellen, dass der Pakt für den Nachmittag offenbar doch schon ein ganz gutes Angebot ist. Wir nehmen es als Kompliment,
herzlich willkommen, dass Sie jetzt auch in dieser Frage auf den bildungspolitischen Kurs der Koalition eingeschwenkt sind. Und wenn wir über das Thema Ganztagsschule reden, ich kann es gerne noch einmal vorlesen, Herr Yüksel, was die SPD auf Bundesebene, wie sie den Rechtsanspruch umsetzen will. Und das soll ich Ihnen noch einmal vorlesen, Herr Kollege Yüksel. Und ich finde ja jetzt gut, dass die SPD das, was sie auf Bundesebene beschließt, auch im Hessischen Landtag vertritt. Das haben wir ja nicht bei jedem Thema. Ich finde das ausdrücklich gut, und ich möchte Sie ausdrücklich dafür loben. Nur dann sagen Sie auch, dass wir in Hessen da gut darauf vorbereitet sind und dass wir mit dem Pakt für den Nachmittag genau das haben, was die Bundes-SPD jetzt bundesweit umsetzen will. Der Pakt für den Nachmittag macht bundesweit Schule. Darüber freuen wir uns ausdrücklich, und dass es auch noch die Unterstützung der SPD hat. Ich hätte es mir wenige Tage vor der Landtagswahl nicht zu träumen gewagt, aber manchmal muss man die Feste ja auch feiern, wie sie fallen. Aber wir können gerne ich nehme das ernst, was Sie auf Bundesebene beschließen, und ich begrüße ausdrücklich, dass Sie es in Hessen jetzt auch umsetzen wollen. Aber lassen Sie uns über die Ganztagsschulentwicklung in unserem Land reden und welche Fortschritte wir gemacht haben, aber auch, wo wir natürlich noch hinwollen, meine Damen und Herren. Das Ganztagsschulprogramm in Hessen gibt es fast 30 Jahre. Die ersten Schritte dorthin wurden in den 90er Jahren unter einer rot-grünen Koalition und mit Hartmut Holzapfel als Kultusminister gegangen. Und es war richtig, dass sie gegangen wurden. Also seit Anfang der 90er Jahre gibt es das Ganztagsschulprogramm, fast 30 Jahre. Und bis zu Beginn dieser Legislaturperiode wurden in dieses Ganztagsschulprogramm von den unterschiedlichen Regierungen, die es bis dahin gab, rund 1.500 Stellen investiert. 1.500 Stellen in 25 Jahren bis zu Beginn dieser Legislaturperiode. Und wir haben es geschafft, in den 5 Jahren nur einer Legislaturperiode diesen Stellenanteil auf fast 3.000 Stellen zu verdoppeln. Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, meine Damen und Herren. 25 Jahre 1.500 Stellen, in nur 5 Jahren 1.500 weitere Stellen. Das ist doch eine eindeutige Prioritätensetzung, meine Damen und Herren. Und wir haben das Ganztagsschulprogramm in diesen 5 Jahren geöffnet. Das maßgeblich ist, was die Schulträger beantragen für Konzepte. Wenn sie den Pakt für den Nachmittag beantragen, konnten alle Anträge auf den Pakt für den Nachmittag genehmigt werden. Wenn die Schulträger eine gebundene oder eine teilgebundene Ganztagsschule beantragt haben, wurden auch hier alle Anträge genehmigt, eben weil wir das Stellenvolumen so weit ausgedehnt haben, Herr Kollege Degen. Und jetzt sprechen Sie an die Entscheidungen der Schulträger. Ja, wollen Sie die denn ersetzen? Wer soll denn sonst anmelden, welche Schulen wie weiterentwickelt wurden? Das können wir doch sinnvollerweise gar nicht von Landesebene machen, weil wir für die Ganztagsschulentwicklung sowohl die personellen Voraussetzungen des Landes brauchen als auch die baulichen Voraussetzungen des Schulträgers. Und deshalb ist es doch richtig, dass für das Land maßgeblich ist, was der Schulträger beantragt. Anders kann es doch sinnvoll gar nicht gehen, Herr Kollege Degen. Und Sie sagen dann, ja, die Schulträger könnten nur im Rahmen des Stellenkontingentes des Landes entscheiden. Mit dieser Feststellung haben Sie ausdrücklich recht. Aber auch das kann doch gar nicht anders sein, Herr Kollege Degen. Egal, wer die Landesregierung stellt, es wird immer so sein, dass es ein Stellenkontingent gibt und dass dann die Schulträger entscheiden, wie sie dieses Stellenkontingent nutzen. Da werden Sie doch überhaupt nicht rauskommen. Was erzählen Sie denn hier? Was ist denn Ihr Gegenmodell dazu eigentlich? Praktisch und faktisch kann man es gar nicht anders organisieren, als es im Moment organisiert ist, meine Damen und Herren. Und jetzt können wir gerne über die Höhe des Stellenkontingents des Landes reden,
Aber auch da würde ich sagen, hat eine Landesregierung, die in einer Legislaturperiode 1.500 zusätzliche Stellen in dieses Kontingent gegeben hat, vergleichsweise gute Zahlen. Und, Herr Kollege Degen, das Ziel der Sozialdemokratie, 50 Ganztagsschulen in 5 Jahren genehmigen zu wollen, ist dagegen vergleichsweise unambitioniert. Muss ich Ihnen jetzt ehrlich was sagen? Kollege Wagner, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Es ist vergleichsweise unambitioniert. Aber ich will versöhnlich schließen. Wir freuen uns sehr für die Unterstützung der Bundes-SPD und jetzt auch der Landes-SPD für den Pakt für den Nachmittag. Ich hätte es mir wenige Tage vor der Landtagswahl nicht vorstellen können, aber es zeugt von Größe der Sozialdemokratie. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Merz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Ende erliegt in diesem Haus jeder den Missverständnissen, die er selber produziert, und zwar dadurch produziert notwendigerweise, dass er einfach nicht zuhört. Und das ist bei Ihnen notorisch der Fall, Herr Kollege Wagner. Wenn Sie nämlich z. B. den Debatten über die Frage der Kinderbetreuung in diesem Landtag auch nur ein einziges Mal aufmerksam verfolgt hätten, dann hätten Sie z. B. festgestellt, dass ich von diesem Pult wiederholt und letztmals in der Debatte über die Regierungserklärung des Herrn Sozialministers über die Frage der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbetreuungsplatz gesprochen habe und dass ich explizit darauf hingewiesen habe, dass dieser Rechtsanspruch im SGB VIII verankert werden wird. Und wörtlich habe ich gesagt, wo auch sonst, weil das die einzige Gesetzgebungskompetenz ist, die der Bund hat. Was schlussfolgert daraus? Daraus schlussfolgert, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um diesen Rechtsanspruch zu garantieren. Und wir sind, erstens haben wir das nie behauptet, dass mit dem Ganztagsangebot, mit der Forderung nach gebundenen Ganztagsschulen, die schulpolitisch, bildungspolitisch und auch jugendpolitisch die vernünftige ist, dass das in kurzer Zeit abgearbeitet werden kann. Es ist im Übrigen, aber das haben wir auch nie behauptet. Das hat auch niemand behauptet. Das ist eine Behauptung, die Sie, von der Sie sagen, wir hätten sie aufgestellt, die aber nicht der Realität entspricht. Und es kann im Übrigen auch keine Rede davon sein. Das ist auch eines dieser Unwahrheiten, die Sie dann gerne einmal produzieren, dass wir 50 Ganztagsschulen in 5 Jahren wollten, sondern im Hessenplan steht 50 pro Jahr. Das ist doch, das steht da drin. Dazu wird Kollege Gehtegen noch etwas sagen. Was ist die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist, dass man auch auf der Jugendhilfeseite, um den realen, den quantitativen Bedarf abzudecken, etwas tun muss. Und unter anderem deswegen werden wir mit unserem Kita-Chancengesetz auch die Hortförderung, die unter einer CDU-geführten Landesregierung zum Erliegen gekommen ist, wieder aufnehmen werden. Das ist das, was wir getan haben, und das ist das, was wir auch immer gesagt haben. Zur Erwiderung, Kollege Wagner. Herr Kollege Merz, vielen Dank für die Kurzintervention und für Ihren Hinweis, dass Sie schon in früheren Reden darauf hingewiesen haben, dass Sie für die Grundschulkinder die Betreuungsangebote nach dem SGB VIII organisieren wollen. Das stimmt, das räume ich ausdrücklich ein. Vielen Dank, dass Sie... Ja, wir wollen ja hier konstruktiv miteinander reden. Das räume ich ein. Sie haben das tatsächlich früher schon gesagt. In der schulpolitischen Debatte hatten wir es so deutlich noch nicht gehört. Aber jetzt haben wir auch das auf dem Tisch. Und ich will mich auch ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie noch einmal bestätigt haben, was ich in meiner Rede gesagt habe, dass für die Grundschulkinder es nicht mehr der Plan ist, der SPD ausschließlich oder vorwiegend in gebundene Ganztagsschulen ein Bildungs- und Betreuungsangebot sicherzustellen, sondern dass Sie das über das SGB VIII und damit über die Kinder- und Jugendhilfe machen wollen. Und das ist doch die eigentliche Neuigkeit dieses Tages, dass die SPD von dem, was sie die letzten 5 Jahre hier immer behauptet hat im Plenum,
Nur eine gebundene Ganztagsschule ist eine echte und ist eine gute Ganztagsschule, wenige Tage vor der Wahl abweicht. Das haben Sie hier gerade noch einmal bestätigt. Für diese Redlichkeit möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken. Weil ich glaube, es ist auch in der Sache richtig, dass wir den Menschen nicht vormachen, wir könnten innerhalb von kürzester Zeit alle Schulen zu gebundenen Ganztagsschulen machen, sondern es ist richtig, dass wir die Ganztagsschulentwicklung schrittweise machen. Und wenn wir sie schrittweise machen, gehört dazu, dass wir ein Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr für die Grundschulen auf den Weg bringen, das gerne dann auch noch Rechtsanspruch nennen, aber nicht so tun, als könnte das Land das alleine, sondern wir werden das mit den Kommunen gemeinsam machen können. Und dieses Konzept heißt Pakt für den Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der bedarfsgerechte Ausbau von Ganztagsangeboten an den Schulen ist eine der großen Herausforderungen der hessischen Schulpolitik. Darüber sind wir uns wahrscheinlich einig. So habe ich jedenfalls die Debatte bislang verstanden. Und eines steht auch fest, der Bedarf ist nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Und dabei müssen wir noch berücksichtigen, dass der Wunsch der Eltern, aber auch der Schülerinnen und Schüler nach einem Platz in einer Ganztagseinrichtung eher zunehmen wird. Wichtig ist den Familien dabei aber insbesondere das Thema einer hohen Qualität und keine losgelösten Aufbewahrungskonzepte. Ohne Aufbewahrungsangebote, ohne Konzepte. Vielmehr geht es um eine sinnvolle, pädagogisch durchdachte Verbindung von schulischen und außerschulischen Aspekten, um eine qualitativ hochwertige Hausaufgabenhilfe und um die Sicherheit, dass das Personal auch die fachlichen Voraussetzungen mitbringt, um die Aufgaben zu erfüllen. Und da sage ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, anscheinend hängen Sie immer noch dem Motto nach warm, satt, sauber. Aber das reicht für gute Ganztagsangebote an den Schulen genauso wenig wie für beste Betreuung und frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten. Was wir brauchen, ist eine hohe Qualität in der Betreuung von der Kita bis in die Schule. Statt sich dieser Verantwortung zu stellen, gibt die Landesregierung zu viel für Wahlgeschenke wie die Gebührenfreiheit aus, die in Wahrheit keine ist. Statt in die Qualität der Kitas und auch der Ganztagsangebote in den Schulen zu investieren. Wir, meine Damen und Herren, setzen auf das Prinzip der Freiwilligkeit und auf eine Orientierung an den Bedarfen vor Ort. Ich freue mich ausdrücklich, Herr Kollege Degen, wir haben das ja an anderer Stelle schon einmal diskutiert, dass die Sozialdemokraten jetzt durchaus ja bekennen, das Prinzip der Freiwilligkeit ist das Entscheidende. Ich vertrete im Übrigen überall, wo ich zu dem Thema gefragt werde, die These, wenn wir ausreichend viele, ausreichend gute Angebote haben, wird sich die Frage der Verpflichtung nicht mehr stellen, weil alle dort die Angebote werden wahrnehmen wollen. Aber den Zustand haben wir nicht erreicht. Solche Ganztagsangebote kommen insbesondere auch Kindern zugute, die zu Hause nicht optimal gefördert werden können. So schaffen wir Chancengerechtigkeit, denn die Möglichkeit qualifizierter Betreuung, qualifizierter Unterstützung auch bei Hausaufgaben oder Lernaufgaben, das ist das, was hilft, ganz neben der Tatsache, dass sportliche, musische, künstlerische Aktivitäten gefördert werden können, die in ihrer Bedeutung für die kindliche Entwicklung nicht überschätzt werden können. Ich hatte schon erwähnt, wir wollen, dass in Zukunft Hausaufgaben in sogenannten Lernzeiten erledigt werden können, also Lernaufgaben werden, sodass auch die Kinder, die Ganztagsangebote nutzen, nach Schulschluss noch ausreichend Familien- und Freizeit haben, z.B. auch, um in Vereinen tätig zu sein. Auch das ist für das soziale Zusammenleben entscheidend wichtig. Dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es notwendig, die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zu stärken, die Öffnung der Schulen auch durch mehr Selbstständigkeit für die Schulen zu ermöglichen. Wir wollen, dass die Schulen mehr echte Ganztagsangebote
erhalten. Und da muss ich dann schon der Koalition, die sich immer für den Pakt für den Nachmittag lobt, sagen, mit echten Ganztagsangeboten hat das wenig zu tun. Das beinhaltet Vernetzung, das beinhaltet Kooperation. Das ist besser als nichts, aber es ist kein gemeinsames, durchgängiges Konzept zwischen schulischem Angebot und Betreuung. Es kann also nur ein Einstieg sein und ist im Übrigen auch längst nicht so erfolgreich, wie uns die Landesregierung weismachen will. Dazu komme ich noch. Und zunächst einmal will ich eines festhalten, Herr Kollege Wagner. Sie haben mit einem Finger auf den Kollegen Degen, auf die SPD gezeigt. Sie sollten dann immer bedenken, dass dann vier Finger auf Sie selbst zeigen. Und deswegen will ich Sie daran erinnern. Sie haben Ihr Versprechen gebrochen, das Sie im Koalitionsvertrag gegeben haben. Denn dort hieß es, dass Sie allen Eltern, die dies für ihre Grundschulkinder wollen oder für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauchen, ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr machen. Das steht in Ihrem Koalitionsvertrag auf Seite 32. Herr Kollege Wagner, also bitte ein bisschen Demut gegenüber den eigenen Ansprüchen und dem, was man nicht geleistet hat. Wie ist denn der aktuelle Sachstand? An gerade einmal zwei Drittel, an 1150 von rund 1800 Schulen, wird es im kommenden Schuljahr verschiedene Angebote bis in den Nachmittag geben. Das, der Kultusminister wird uns vorrechnen, sind 70%. Theoretisch, praktisch findet das nicht statt, das wissen Sie auch. Es sind gerade einmal 41 Schulen mehr als im auslaufenden Schuljahr. Das ist nichts, wofür man sich besonders rühmen kann, vor allem wenn man sich dann mal in der Fläche anschaut, wie die Verteilung ist. Die ist nämlich sehr unterschiedlich. In Frankfurt haben wir weniger als 20% Abdeckung. In Wiesbaden sind es gerade mal 10% mit entsprechenden Angeboten. Und was mich ja mal interessieren würde, insofern bin ich sehr gespannt auf die Rede, die der Kultusminister jetzt gleich halten wird. Es gab in diesem Jahr ja eine zweite, eine verlängerte Antragsrunde, die bis zum 30. Mai lief. Und die führte dann noch einmal zu 50% mehr Zuspruch, mit dem Ergebnis 41 Schulen mehr als im Vorjahr. Das ist ja dann nicht so gerade berühmt. Für mich stellt sich die Frage, warum gerade im laufenden Schuljahr die Antragsrunde verlängert werden musste, warum es eine zweite gab, ob das vielleicht darum ging, dass man irgendwelche Zielmarken erreichen wollte und festgestellt hat, na ja, unser Angebot ist nicht so spannend, dass die Schulen von sich aus kommen. Wir haben dann ursprünglich eine Liste bekommen nach der ersten Antragsrunde, welche Schulen das denn sind. Die Information über die Ergebnisse der zweiten Runde, auf die warte ich noch. Sie haben das vorgestellt, die Zahlen mitgeteilt bei einem Besuch an der Wilhelm-Heinrich-von-Riel-Schule in Wiesbaden. Aber es gibt bis jetzt keinerlei Informationen. Wir haben gesucht, vielleicht können Sie es mir dann nachher liefern, welche Schulen genau genommen denn überhaupt jetzt noch dazugekommen sind. Das würde uns brennend interessieren, Herr Minister. Ich will nur der Vollständigkeit erinnern an den Bildungsmonitor 2018 von wegen Hessen vorn, Hessen natürlich wieder einmal hinten. 33,3% der hessischen Grundschüler lernten im Jahr 2016 an einer offenen oder gebundenen Ganztagsschule, im Bundesdurchschnitt 40,8%. Also Hessen alles andere als vorne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD hat uns Gelegenheit gegeben, zu diesem Thema zu diskutieren. Dafür danke ich recht herzlich. Der Antrag, den Sie vorgelegt haben, enthält allerdings einige Punkte, die man so nicht tragen kann. Deswegen werden wir den Antrag nicht ablehnen. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir uns enthalten werden, wenn Sie hier in Ihrer Ziffer 4 z. B. fordern, dass alles sofort gebührenfrei sein soll. Für uns zählt, und das haben wir hier mehr als einmal diskutiert, für uns zählt zunächst einmal die Qualität. Wenn wir die Qualität hergestellt haben, dann können wir darüber reden, dass wir zur weiteren Entlastung der Eltern kommen, aber nicht vorher. Qualität ist das, was im Vordergrund stehen muss. Und es gibt einen zweiten Punkt, der teilweise innerhalb der Parteien auch umstritten ist, das ich hier aber sehr deutlich ansprechen will. Hier fordern Sie pauschal und ohne jede Einschränkung, dass der Landtag sich für die Abschaffung des sogenannten Kooperationsverbots im Grundgesetz
aussprechen soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen sehr deutlich, was wir endlich einmal brauchen, ist das Geld vom Bund. Herr Staatssekretär Lösel, jetzt verhindert, war gestern Abend auf der gleichen Veranstaltung wie ich und sprach von der Wankerwurst, die im Fenster hing, die er endlich einmal haben wollte. Wir würden sie auch gerne haben. Wir hätten auch jetzt von der Großen Koalition gerne das Geld, was man versprochen hat. Aber bis jetzt steht kein Cent im Bundeshaushalt. Das muss erst einmal kommen. Und ich sage es so deutlich, wie ich es hier schon öfters gesagt habe. Wir brauchen die Kohle vom Bund. Was wir nicht brauchen, sind die Vorgaben von, ich muss den Namen nachgucken, von Frau Karliczek, die jetzt dort zuständig ist. Wir brauchen keine Bundeskultusministerin, die uns sagt, wie wir hier die Schulen zu gestalten haben. Vielen Dank.